Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Markus Lippold zu Ihnen, Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Teterow. Im Namen des Dreieinen Gottes darf ich Sie herzlich begrüßen heute Morgen zur Morgenandacht. Wir stecken mitten in der Passionszeit. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kommt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und wir erleben in den vielen Berichten der Evangelien, dass die Jünger keine Ahnung hatten, was das bedeutet. Wir, die wir 2000 Jahre später diese Verse lesen und diese alten Geschichten neu hören dürfen, haben eine Ahnung davon. Und so ist die Passionszeit in jedem Jahr immer wieder eine interessante Zeit. Der Wochenspruch für diese beginnende Woche steht in Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott schickt seinen Sohn, den Messias, zu uns ohne Vorleistung. Wir dürfen Frieden erleben, weil Gott Frieden macht. Gott richtet dieses Kreuz in unserer Welt auf, damit wir durch Vergebung neues Leben erfahren und eine neue Beziehung zu Gott bekommen. Vergebung und Frieden. Gerade in diesen Tagen sind das Worte, nach denen wir uns sehnen. Worte und Signale, auf die wir hören und lauschen und wo wir immer wieder neu hoffen, dass in den Gesprächen, die möglich sind unter den Kriegsparteien, dann doch einmal irgendwie Vergebung und Liebe und Hoffnung und Frieden entsteht. Wir wollen diese kleine Andacht auch dazu nutzen, um uns in dieser Weise in eine neue Woche zu begeben, um Kraft zu schöpfen, für neue Hoffnung, für neue Gebete, für eine Woche an Gottes Hand. Ich möchte gern mit uns beten. Unser Vater im Himmel, wir stehen staunend davor, dass du dich zu uns auf den Weg machst, ohne Vorleistung. Du hast einen Friedensvertrag in der Hand. Du gehst ans Kreuz, damit wir Vergebung erlangen. Du schaffst alles aus der Welt, was uns trennt, und kommst auf uns zu. Wir danken dir, dass wir gerade in diesen Tagen der Passion diese Gedanken neu denken dürfen, dass du uns wieder neu begegnest als der, der alles aus der Welt schafft, damit Vergebung möglich ist. Ja, Herr, wir kommen zu dir als Menschen unserer Zeit und Welt, aus unserem Alltag, und wir bekennen dir, dass es uns nicht immer gelingt, Frieden zu halten. Und Herr, wir kommen mit großen Sorgen zu dir, aus einer Welt, in der es deutlich ist, wie schwer es ist, Frieden zu halten, dort, wo jemand keinen Frieden will. Und so dürfen wir dich bitten, dass du dich erbarmst. Der Menschen, die in diesen Gebieten des Krieges leben, so viele Gebiete unserer Welt, dass du bei denen bist, die sich flüchtend auf den Weg machen, um ihr Leben und das Leben ihrer Lieben zu retten. Und Herr, für uns dürfen wir dich bitten, die wir diese Nachrichten hören, diese Bilder sehen, die wir in Sorge sind. Herr, lass uns Menschen sein, die für die, die zu uns kommen und bei uns ankommen und Hilfe und Schutz suchen, die wir offen sind. Gebrauche uns als Werkzeug deines Friedens. Von Herzen bitten wir darum. Begegne uns, damit wir Ruhe finden, Ruhe mitten in dieser Zeit und Ausrichtung durch dein Wort. Hab Dank, dass wir so miteinander diese Andacht haben dürfen. Amen. Ich lese uns Verse aus dem Römerbrief. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel ab Vers 12 kann man lesen. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, beharrlich im Gebet.
Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selber für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben im 5. Mose, im 32. Kapitel, Vers 35, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. So viele sind in diesen Tagen etwas ratlos, ängstlich. Nachrichten und Bilder sind so, dass sie uns eher verunsichern. Ich habe uns einen Vers aus dem Alten Testament mitgebracht, aus dem Psalm 34, Vers 15. Dort heißt es, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das Suchen und Jagen ist nicht einfach und es hängt manchmal von Glück und Geschick ab. Jagen und Suchen ist anstrengend, ohne Zweifel. Und die Enttäuschung, wenn es nichts zu finden oder zu jagen gab, ist dann oft ernüchternd. Es reicht wohl nicht, sich herauszuhalten, wegzusehen, wegzuhören, zu hoffen, dass ein anderer gute Worte findet, ergreift und ein anderer handelt. Lass ab vom Bösen, tue Gutes. Wenn das so einfach wäre. Aber auch das scheint dem Beter des alten Psalmes durchaus gegenwärtig zu sein. Suchen muss man den Frieden, weil er eben nicht herumliegt und schnell verloren gehen kann. Weil er nicht an Bäumen wächst oder auf Feldern blüht und man nicht einfach ernten kann. Weil man nicht einfach ins Regal fasst und eine neue Packung Frieden herausholt, wenn es unfriedlich wird. Man kann beim Suchen durchaus leer ausgehen. Man kann etwas, was verloren ist, durchaus nicht wiederfinden. Suchen ist nicht ernten, suchen ist nicht eine bewusste Tat, in der man weiß, was am Ende rauskommt. Paulus scheint zu wissen, wenn er, wie vorhin gelesen, den Römern sagt, so viel an euch liegt, was in eurer Macht steht, haltet mit allen Menschen Frieden. Es ist nicht einfach, Frieden zu halten. Und oft merken wir, es liegt nicht nur an uns. Zum Frieden braucht es immer mehrere. Mindestens zwei, die sich auf den gemeinsamen Weg des Friedens machen. Und nicht jede Friedensjagd, nicht jede Friedenssuche ist erfolgreich. Wenn ich in die leeren Gesichter der Diplomaten und Politiker abends in den tagesschauenden Nachrichten sehe, wenn sie es wieder nicht geschafft haben, Frieden zu finden, Frieden in den aktuellen Kriegen, dann wird mir bewusst, welches Geschenk es ist, wenn Frieden ist, wenn Frieden gefunden worden ist. Es ist nicht selbstverständlich. Oft gelingt es eben nicht, Frieden zu finden in Gesprächen. Es gehören immer zwei dazu. Suche Frieden, jage ihm nach. Wir ahnen ein wenig, welche Not dahinter steht und wie anstrengend das sein kann. Wir sehen es an den Gesichtern und an den fragenden Gesten, wenn wir abends in den Nachrichten wieder davon hören, dass Gespräche eben nicht zum Ziel geführt haben. Und doch, so sagt der Beter dieses alten Psalms, man kann etwas machen. Wenn es um Frieden geht, muss man nicht tatenlos sein. Frieden, so scheint es, liegt auch in meiner Hand.
Ich, wir entscheiden mit, wenn es um Frieden und Unfrieden geht. Im ganz alltäglich Kleinen und manchmal darüber hinaus. Wir haben eine Stimme, die wir laut werden lassen können, eine Stimme, die wir abgeben können, eine Stimme, mit der wir manche Wahl beeinflussen. Wir sind nicht stimmlos. Im Straßenverkehr ist es nicht unerheblich, wenn man an einer Unfallstelle einfach vorbeigeht. Wenn man unterlassene Hilfeleistung sich zu Schulden kommen lässt. Eine Unfallstelle und ich bin gefordert als Ersthelfer. Unterlassene Hilfeleistung ist etwas, was bestraft wird. Man könnte als Ersthelfer Leben retten und einen Verunglückten versuchen. Eine Gefahrenstelle absichern und Hilfe holen. Erst neulich war ich nach vielen, vielen Jahren bei einem Ersthelferkurs wieder dabei und habe gemerkt, wie viel man vergessen kann und wie viel ich noch nie gewusst habe. Und die stille Hoffnung, nie als Erster an eine Unfallstelle zu kommen, hat sich dort wieder deutlich gemacht. Es gibt so viele Unfälle des Alltages. Oberflächlich gesehen gar nicht viel passiert, ein paar Kratzer, eine Beule. Und doch hat es schwere Auswirkungen. Oft geht Frieden verloren in den alltäglichen Rampeleien und Unfällen im Miteinander. Ob es auch unterlassene Hilfeleistung ist, den Frieden nicht zu suchen, sich nicht erneut auf die Suche zu machen, auf die Jagd nach Frieden zu gehen, da wo er im Alltäglichen, in den Rampeleien, in den kleinen alltäglichen Unfällen verloren geht. Man kann als Ersthelfer nichts falsch machen, so habe ich es wieder gelernt und gehört. So sagen es die Fachleute, selbst wenn der Verband nicht ganz so toll ist, wie es der Sanitäter später selber macht. Selbst wenn das eine oder andere nicht ganz so gelingt, falsch ist nur nichts zu tun. Suchen. Suchen und jagen. Starke Worte hat der Beter gefunden, wenn es um Frieden geht. Und wir merken in diesen starken Worten, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Frieden erleben. Suchen beginnt mit dem Schreck, dass etwas verloren gegangen ist. Vielleicht kennen Sie diesen Schreck. Sie fassen in die Tasche, wo eben noch das Portemonnaie war. Sie fassen an den Schlüsselhaken und merken, der Schlüssel hängt nicht dort. Irgendetwas fehlt, etwas Wichtiges fehlt. Und Sie begeben sich auf die Suche. Man kann so vieles verlieren und vieles fehlt einfach nicht. Die Fundbüros unserer Welt sind voller Sachen, die nirgendwo fehlen. Regenschirme werden gern vergessen, wenn man bei Regen irgendwo hinkommt und bei Sonnenschein wieder geht. Aber es gibt auch Dinge, die wirklich fehlen, die man braucht, die man nicht einfach neu besorgen kann. Die man einfach wiederfinden muss, weil es keinen Ersatz gibt, keinen Ersatzschlüssel, kein zweites Handy mit den persönlichen Daten. Es gibt Dinge, die wir einfach nur suchen müssen, wenn sie weg sind. Wie dankbar bin ich, wenn mir bei meiner alltäglichen Suche nach den wichtigen Dingen jemand hilft. Jemand sich mit mir auf die Suche macht nach einem Schlüssel, den ich unbedingt brauche und der eben noch da war und jetzt verschwunden ist. Oder jemand, der mein verkramtes Handy anruft, damit ich durch den Klingelton es wiederfinden kann. Suche Frieden, jag ihm nach. Wie wohltuend sind Menschen, die mit mir gemeinsam suchen, die mit mir gemeinsam eine Art Suchgemeinschaft bilden. Menschen, denen es nicht egal ist, ob der Frieden, wo auch immer er verloren gegangen ist, in Gefahr steht, ganz weg zu sein, sondern die sich mit mir auf die Suche machen. Wie wohltuend ist es, auf Menschen zu stoßen, die mit mir gemeinsam Frieden suchen. Es gibt in Tetrow jeden Sonntagabend um 18 Uhr in der evangelischen Kirche am Markt ein Friedensgebet. Und wir waren erstaunt, als Ökumene, als Kirchgemeinden unserer Stadt, wie viele Menschen auf Anhieb an diesen Sonntagabenden gekommen sind. So viele, dass wir die große Kirche gesucht haben, auch wenn es ein wenig kalt ist, dann doch den Platz und den Raum suchen, um jeden Platz zu geben, der sich dieser Suchgemeinschaft anschließen will.
Ich empfinde diese Abende als Treffpunkt von Menschen, die gemeinsam auf der Suche sind, auf der Suche nach Frieden. Es gibt da einen Ort für Friedenssucher, einen Ort, an dem schon so viele Menschen Frieden gesucht und gefunden haben. Das Kreuz ist das Zeichen dieses Ortes, das Kreuz dieser ehemaligen Galgen, dieses ehemalige Zeichen von Gewalt und Tod, ist zum Zeichen des Friedens geworden, weil Gott dieses Zeichen in unsere Welt gestellt hat, damit er mit uns Frieden machen kann. Jesus Christus auf seinem Weg nach Jerusalem, und wir denken in diesen Wochen besonders an diesen Weg, Jesus Christus geht den Weg ans Kreuz vor den Toren von Jerusalem, weil Gott Frieden mit uns machen will, weil Gott Frieden mit uns sucht, so wie es auch der Wochenspruch sagt. So viel an Gott liegt, gibt es Frieden zwischen uns. So viel es an Gott liegt, auf seiner Seite, auf der göttlichen Seite, ist alles dafür getan, dass es Frieden gibt. Vergebung ist das Wort, das dieses Kreuz uns zuruft. Menschen, die sich unterm Kreuz Jesu treffen und nach Frieden suchen für eine Welt, die im Kriegszustand ist, die stehen auf der richtigen Seite. Auch der Krieg, der uns zurzeit unters Kreuz treibt, sonntagsabends in Teterow, montags in Malchin und freitags in der Gun und an so vielen anderen Tagen und Stunden in dieser Woche in so vielen anderen Orten. Auch dieser Krieg braucht vergebende Hände. Hände, die einander suchen, Hände, die aufeinander zugehen, Hände, die offen sind und die Vergebung ausdrücken. Es sind so viele Menschen, die sich in Friedensgebeten auf den Weg machen. Es tut gut zu erkennen, dass wir nicht allein unterwegs sind mit dieser Sehnsucht nach Frieden. Und es ist ein Geschenk, mit all unseren Ängsten und Sorgen zu Gott kommen zu dürfen. Gott hat dieses Kreuz aufgestellt, damit wir einen Ort haben, an dem wir Frieden finden können. Eine Gemeinde, die sich unter dem Kreuz trifft, das sind Friedensjäger, das sind Friedenssucher. Und sie werden wohl auch zu Friedensstiftern, wenn sie von diesem Kreuz wieder weggehen. Jesus preist all die glücklich, die zu Friedensstiftern werden. Gott macht sich auf den Weg zu seinen Menschen. Und er hat einen Friedensvertrag in der Tasche. Er hätte auch alles andere in der Tasche haben können, aber Gott macht sich auf den Weg zu uns mit einem Friedensvertrag. Frieden wünscht er seinen Jüngern am Ostertag. Friede sei mit euch. Das sind die Worte des Auferstandenen. Er hätte auch alles andere sagen können, aber es sind die Worte des Friedens, die Vergebung ausdrücken. Vergebung für eine Jüngergemeinde, die gerade aus den Verstecken zurückkommt. Ein ehemaliger Galgen wird zum Friedenssymbol für alle die, die an diesen Gott glauben, der dieses Friedenssymbol in unsere Welt gestellt haben, ist es eine große Hilfe, sich dort zu treffen und diesen Gott anzubeten, der mit uns Frieden macht, damit er diesen Frieden auch hineingibt in die Welt, in der wir leben. Damit er den Menschen, die unterwegs sind, um Frieden zu suchen, Worte des Friedens mitgibt. Damit er denen, die aufeinander zugehen, die Hände öffnet, dass sie nicht mit Fäusten, sondern mit offenen Händen aufeinander zugehen. Mögen wir miteinander Suchende sein, denn das geht so viel leichter, wenn wir als Suchende, als Friedenssucher unterwegs sind. Ich wünsche Ihnen zu Hause, jetzt womöglich auch alleine, das Wissen und die Gewissheit, dass wir miteinander in dem Gebet um Frieden auch vereint sind. Und dass der Gott des Friedens, an den wir glauben, der mit uns persönlich Frieden gemacht hat, darauf hört und uns sieht. Sie sieht, uns sieht. Und fühlen Sie sich unterstützt. Wenn Sie selber nicht an den Friedensgebeten da teilhaben können, fühlen Sie sich unterstützt von einer großen Anzahl von Menschen, die jede Woche das Gebet suchen, die jede Woche das Kreuz suchen, die jede Woche neu die Nähe Gottes suchen, um diese Tage auch überstehen zu können.
Lassen Sie uns miteinander für Frieden beten. Lassen Sie uns Friedensstifter sein und lassen Sie uns spüren und merken, wie Gott, der Gott des Friedens, diese Gebete unterstützt, uns selber Frieden schenkt ins Herz und uns für andere zu Friedensbringern werden lässt. Wir wollen an die denken, die sich in diesen Tagen zu uns auf den Weg machen, die aus Kriegsgebieten kommen und nur mit einer Tasche in der Hand und mit dem, was sie so tragen können, bei uns ankommen, um Ruhe zu finden. Mögen wir für sie Friedensbringer und Friedenssucher sein. Mögen Menschen, die sich auf den Weg machen, hier bei uns Ruhe und Frieden finden. Gott segne uns in diesem Suchen und Jagen nach Frieden. Amen. Ich lade Sie ein, nun Ihr ganz persönliches Friedensgebet Gott zu bringen. Und ich werde nach einer kurzen Pause für uns alle, die wir zuhören, zur Stimme werden und ein Gebet zum Frieden für uns alle formulieren. Danach lade ich Sie ein, mit einzustimmen in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Und wir wollen diese kurze Andacht dann abschließen mit der Segensbitte. Zunächst lade ich Sie ein, Ihr ganz persönliches Gebet um Frieden und um all das zu bitten, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Barmherziger Gott, wir sehnen uns danach, dass du Recht schaffst in unserer Welt, deren Ungerechtigkeit zum Himmel schreit. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, die nicht auf Kosten anderer zustande kommt, nach einem Zusammenleben aller in Frieden und Freiheit. Wir bitten dich, zeige uns Wege zum Frieden und mache uns zu lebendigen Zeichen der Versöhnung. Guter Gott, voll innerer Unruhe hören und sehen wir die Nachrichten. Wir wünschen den Frieden für Europa und den anderen Konfliktregionen unserer Welt. Wir sind bedrückt, weil unsere Macht so klein ist und fragen, was können wir schon tun? Richte du uns auf, dass wir nicht verzagen. Stärke uns, Gott, auf unseren Weg für den Frieden. Lass uns das Richtige sagen und lass uns das Richtige tun. Wandle unsere Ohnmacht in liebevolle Zuwendung und die richtigen Worte. Entfalte in uns deinen Geist der Liebe und der Versöhnung, damit wir Werkzeuge deines Friedens sein können. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03996 188 9996. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie Gott befohlen.